Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ja, wir waren ja, ja, gerade so. Wir nehmen mal den Bogen raus. Oh ja. Oh, da hinten sind Häuser. Oh, ultra lag hatte ich gerade. Boah, Alter, ich hoffe, das sieht man nicht im Video. Jetzt ist die Frage, wo komme ich lang? Hui! Einfach mal reinspringen. Total YOLO-Swag-mäßig. Und schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Okay, jetzt gehen wir hier wieder hoch. Ah, okay. Ich habe hier totale FPS-Einbrüche. Ich weiß nicht wieso. Leute, ich habe teilweise bloß 10 Frames. Also ich hoffe, dass diese Lecks nicht so schlimm sind. Falls doch, muss ich einfach mal. LOL! Guckt mal genau. Johnstown. Guckt mal genau auf seine linke Hand mit dem Messer. Magie! Okay, wir laufen mal. Oh, was ist denn hier? Falls ich gerade etwas leise gewesen sein sollte, ich habe gerade was im Mund gehabt. Ich habe gerade was gegessen. Habe ich denn eigentlich auch noch andere Waffen? Ja, ich habe einen Köder, also ne, Geld werfen, einen Köder. Okay, ich hab bloß noch mein Mäusefäustchen. Das kann ich schon mal auf die 2 machen. Da ich diesen. Ja, das Ding. Manche wissen wahrscheinlich schon, was es ist. Ja. Ich werde aber nicht weiter sagen. Was ist? Ja. Okay, der läuft. Geh mir aus dem Weg! Ha, ihm nach! Hammer! Ich hab den Typ noch von seinem Pferd runtergezogen. Okay, erstmal wieder was essen. Boah, hammer geil, Junge. Die Devonport-Siedlung, okay. Oh, Vögel, Vögel! Ja! Hui! Hui! Okay, in so einem flachen Gras geht das nicht. Übrigens, ich habe es schon mal angedeutet. Übrigens, falls ihr wissen wollt, wie man springt über so eine flachen Hindernisse und da nicht erst drauf springt oder wieder runter springt, ihr drückt Springtaste und die E-Taste. Oh, hallo? Zwei Leute. Hallo. Du musst einer von diesen Wilden sein, vom Stamm der. Wie heißen sie? Irokesen, hä? Huh? Ja? Habe ich recht? Natürlich nicht, Terry. Die Irokesen sind kein Stamm. Oh doch. Oh nein. Die Irokesen sind eine Konföderation. Konfödi, wie bitte? Oh mein Gott. Konföderation, du Esel. Ein Verbund. Eine Allianz. Ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker. Ja, sag ich doch. Ein Stamm. Hä?
Hör zu, du ungebildeter Bauerntrampel. Ein Stamm ist nicht dasselbe wie eine Konföderation. Und es ist nicht meine Schuld, dass du zu blöd bist, um das zu kapieren. Wen nennst du einen Bauerntrampel, du kratzbuckliger Strolch? Moment, das geht nur ihn und mich was an. Ja, halt schlag dir die raus. Luft. Gewartet. Okay, das funktioniert da nicht. Boing, boing, boing. Hui, hui. Okay. Ich laufe jetzt mal gerade auf das Ausrufezeichen zu. Ich liebe die Wälder. Ohne Scheiß, ich liebe die wirklich. Ich bin im Grenzland sehr, sehr gerne. Heia! Heia! Okay, außer die Bäume, die hasse ich. Die kleinen Birken, da kann man nicht hochklettern. Aber so eine richtigen Bäume. Nein! Okay, warte. Warte. Ich halte jetzt E gedrückt, Leertaste und spring. Und hui! Also E gedrückt halten, die rechte Maustaste, je nachdem wie viel Steuerung ist. Also rennen, interagieren gedrückt halten und Leertaste. Also springen. Der rüpelhafte Mann. Sequenz 5. Geil. Das Öllampen? Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Es fängt doch noch an zu regnen. Oh, guck mal, ein Stall. Schutz in den Ställen suchen. Okay, er hat doch zwei Pferde. Wahrscheinlich vier, aber zwei sind ja verschlossen. Hier sind auch zwei verschlossen und eins davon hat ein Pferd. Ich frage mich eigentlich, warum die verschlossen sind. Ich muss ein Lager aufschlagen. Schlafen! Okay, es stürmt es richtig. Leute, die Lampe brennt. Hammergeil, die Lampe brennt. Okay, alter Mann, jetzt geht das Spiel weiter. Kann man eigentlich so übers Dach, also aufs Dach hoch? Hammergeil! Komm, jetzt durch den Schornstein, also in den Schornstein rein, warte. Oh, du... Überlebe ich diesen Sprung? Hui! Ausprobieren! Lol. Alles klärchen. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Dum 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 dum. Din 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 din. Mach egal. Lol, ich kann mich teleportieren. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte.
Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! Okay, der ist ganz schön hartnäckig. Ich komme hoch! Leute, ich... Okay, warte. Hoch. Gut. Dann erstmal aufs Dach. Wir haben ja gerade gelernt, dass man aufs Bach kann. Aufs Dach meine ich. Okay. So, wo ist jetzt hier das Fenster? Wo ist das? Da, okay. Ach, der... wieso kletter ich überhaupt aufs Dach hoch, wenn ich auf den Balkon muss? So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? LOL! Hammergeiler Typ! Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Wow! Putz! Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Okay, ich frage mich eigentlich... Warte nur, alter Mann. Wie dieses Steintomahawk, weil wir sehen ja, das ist nicht relativ spitz. Wie kann man... Okay, zum Spalten reicht es vielleicht, aber es ist jetzt so nicht so... wirst du mich nicht loswerden. Ja, jetzt laber doch nicht über dazwischen. Wie kann man damit jetzt quasi eine richtige Schnittwunde verursachen? Wie mit einer Eisenaxt. Naja, wir werden es gleich sehen. Lehrer. Du musst einfach. Ja, in das Nachtlager. Sind das nicht die Typen, die den verfolgt haben? Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gedacht. Okay, ihr wollt Faustkampf? Ich nehme einfach mal meinen Tomahawk raus. Gut. Hoi, Männer! Boah, hammergeil. Einfach Button-Smashing ist das. Also das ist jetzt nicht direkt Button-Smashing, sondern einfach nur E-Taste und Maustaste. Ich drücke dauerhaft nur Maustaste. Das Einzige, was ich mache, ich drücke zwischendurch die Abblock-Taste. Aber jetzt nicht mehr. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Butz! Das du arbeitest weh. Also für den Alten. Stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Hammer geil! Neu mit dem Küchenmesser. Vielen Dank. Sollten wir wohl reden. Lol, wo hat er auf immer den Stock hat? Er hatte doch den gar nicht mit oder hat er den irgendwo fallen lassen? Okay, unsere Wunde ist weg. Wir sind geheilt. So, jetzt komm mal her, du alter Sack. Dafür, dass du nicht gleich geantwortet hast. Du kleine Nougat-Schnitte. Das ist ja wirklich eine Nougat-Schnitte. Das ist ja ein Neger. Okay, es war... Also ich bin nicht rassistisch. Ich habe nichts gegen... Ausländer. Bloß wären es langsam in Deutschland meiner Meinung nach zu viel. Na, noob! Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier?
Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder warum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar seit Ezio die Flasche entkommt. Ach, der gute Ezio. Einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. So, mal sehen, ob der Ohr wieder auseinanderbricht. Nepp. Schade. Wäre witzig gewesen. Oh, erstmal anstarren. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Okay, Leute. Das war's für diesen Part. Part 9. Ich dachte mir mal, probiere mal jetzt in der Story weiterzukommen. Also sehr viel weiter. Aber diese lange Strecke, die hat mich so krass aufgehalten, würde man wieder teleportiert werden, hätte ich bestimmt jetzt euch noch diese Sequenz zeigen können, wozu uns der alte Mann führt, der natürlich den, wo ich den Namen schon kenne. Und ja, Radon Agedon hat halt jetzt so die Geschichte der Assassine erfahren und ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Assassin's Creed 3. Auf YouTube, auf dem Account, Weedcraft.de. Tschüss!